Ja, Liriel, aber da hast du echt recht mit den Ceilings. Brauche ja nichts Hochwertiges. Reicht ja aus Holz oder sowas. Oder aus. Ja, aus Holz am besten. Aus Stein oder so muss jetzt nicht sein. Dann wären wenigstens ordentlich die Snap-Points und dann ja, auch mit der Wasserversorgung, Wasserleitung und so. Das wird dann auch passen. Obelix, was ist jetzt eigentlich mehr aus den aus dem Viech geworden? Aus den Bären? Hat er irgendwann dann überhaupt noch gefressen oder habt's dann aufgehört? Okay. Okay. Bin 500er. Also wie gesagt, wenn der in irgendeiner Höhle war oder sonst was, ich glaube nicht, dass die funktionieren, aber würde mich natürlich vorher euch freuen, wenn es funktionieren wird. Ja, aber wie gesagt, Wildlebende sind 300 und so ist es eingestellt. Und ich denke nicht, dass ich denke mal, dass das Spiel dann schon das irgendwie ja abblockt, dass dann wer so eine so hohe Tiere machen kann. Gehe ich mal davon aus. Okay. Naja, kannst du mir dann ja später sagen, wie ob es dann mit denen geklappt hat. Würde mich natürlich schon auch interessieren. Okay. Naja, du macht euch da keinen Stress. Wie gesagt, wenn ihr da wenn ihr da was rausgefunden habt, da wäre cool. Ne, wirklich keine Info, aber macht euch da jetzt keinen Stress oder was?
würde es halt nur interessieren. Ja, züchten wäre halt fast vernünftiger, wenn man das halt in der Früh macht. Also gerade wegen den Prägungen. So, reicht. Genug. Nee, unten nimmt er sie nicht an. Nee, eine Etage höher würde es annehmen. Also mit den Ceilings klappt das schon mal nicht.
Es ist egal, wie ich es mache. Ba 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 ba.